Es war wie eine wiederholte Klassenfahrt, war super. Mir ging es so, ich habe oft gedacht, hoffentlich gibt es eine Fortsetzung. Dann dachte ich, aber hoffentlich gibt es keine, weil das kann nicht gut werden. Und als ich dann das Buch gelesen habe, dachte ich so, wie geil ist das denn? Weil Christian Zübert hat wirklich einen sensationellen zweiten Teil geschrieben. Der eine muss heiraten, muss deswegen in die Heimat zurück, um nur so eine Urkunde besorgen, da gehen ein paar Sachen schief. Und er muss gegen seinen Willen eigentlich länger zu Hause bleiben, als er will. Guten Tag, Bundespolizei, machen Sie mal bitte auf. Leichter Anflug von Sentimentalität, ja. Muss man zugestehen. Ja, ist echt so. Wir hoffen, dass die Leute das jetzt mögen. Fingers crossed. Dankeschön. Herzlich willkommen zur Weltpremiere von London. Die Typen haben es mitgenommen. Die Typen haben es mitgenommen. Die Typen haben es mitgenommen. Sicherheitsleute kommen. War ein super Film. Also ich fand, das war eine richtig gute Fortsetzung. Vor allem die kleinen Insider-Jokes, die drin waren. Definitiv muss ich sagen, absolut gelungen. Also gleicher Humor, gleiche Geschichte. Man absolut anknüpft nach 15 Jahren, mega geil. Der erste Teil war schon super und der zweite Teil steht ihm in nichts nach. Also es war zeitweise, hast du gemerkt, da war Sauerstoffmangel im Saal, weil du hast so gelacht. Und ich möchte nicht wissen, was während den Dreharbeiten da alles passiert ist.